Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Cheaty Putty. Habe ich noch nie gehört vorher, aber das ist wohl eine ganz neue Mod. Und erinnert mich so ein bisschen an einen Ophi-Raptor. Ich bin mal sehr gespannt, was der für Attacken kann, aber ich würde sagen, wir starten direkt. Wie gut wir einfach getarnt sind hier in dem Gebiet. Aber wir werden auf jeden Fall noch farbenfroher und heller, wenn wir wachsen. Der läuft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lustig. Wie so ein Hühnchen. Ja, aktuell können wir nur eine Schnabelattacke. Oh Gott, das ist sehr übel gut. Wir gehen einmal kurz die Dinger durch. Einmal stretchen. Bisschen schütteln geht auch immer. Und einmal umgucken. Ja, sind schon coole Animationen dabei. Ich finde es richtig cool, dass wir hier so getarnt sind. Ist auf jeden Fall ein Vorteil, da werden wir nicht so schnell gespottet. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar Missionen machen, damit wir wachsen. Der ist ganz schön schnell durstig geworden. Oh, das war's schon mit Trinken. Ja, ich sammle gerade tatsächlich Felsen. Und wir haben gleich auch schon die erste Wachstumsstufe erreicht. Unsere Farbe kommt auch so langsam durch. Sind nicht mehr ganz so dunkel. Ich bin übrigens schon echt hungrig. Und ich überlege gerade, ob wir einfach vielleicht eine andere Diät schnell lernen. Weil aktuell sind wir noch Pflanzenfresser, aber wir können ja, glaube ich, auch Insekten essen. Das lerne ich jetzt mal. Die anderen Attacken habe ich auch schon mal soweit gelernt, die für mich interessant waren. Die zeige ich euch auch gleich. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, hier an den Ameisenhügeln oder was das sind, zu fressen. Ja, sehr gut. Das klappt. Und wenn wir dann das nächste Mal Pflanzen finden, dann lerne ich einfach den Pflanzenfresser-Skill. Aber dann scheint es ja so, als wären wir ein Allesfresser. Ist ja auch schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir sogar eine Quest erfüllt und Marken bekommen. Das ist ganz gut. Und jetzt zeige ich euch auch mal meine Attacken. Also meine Hauptattacke wird vermutlich ein Kick sein. Also so ein Kick mit beiden Beinen nach vorne. Können wir auch im Springen machen. Der fühlt sich echt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Dann haben wir einen Schweifhieb. Der macht so ein bisschen Flächenschaden nach hinten. Und der gibt uns auch einen kleinen Boost nach vorne. Das heißt, wenn wir flüchten, können wir damit ganz gut abhauen. Das heißt, wir machen Schaden nach hinten und wir werden auch noch mal ein bisschen beschleunigt. Dann haben wir einen Klauenangriff. Der ist wahrscheinlich dann eher für kleinere Angreifer. Dann den Schnabelangriff, den hatten wir ja schon. Den werde ich wahrscheinlich fast gar nicht mehr benutzen. Und dann haben wir noch einen Trageangriff, sage ich mal. Also damit können wir kleinere Dinos tragen. Glaube ich nicht, dass wir das verwenden werden. Ja, und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns mal einen Gegner. Also ich bin bereit zu kämpfen. Vor uns ist ein Fleischfresser. Der jagt gerade. Vielleicht kann ich mich hier ansneaken. Frisst er. Versuch mal mein Glück. Oh, ich habe den Kick verfehlt. Jetzt haben wir getroffen. Er blutet auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Das heißt, wir machen auf jeden Fall Blutungsschaden damit. Ah, ist hier blöd im Wald, ne, mit den ganzen Bäumen, da bleibt man immer hängen. Ich will eigentlich auch ein bisschen auf die freiere Fläche hier. Das ist ganz gut.
Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer, ich muss aufpassen. Oh, das hat ein bisschen geleckt. Ich habe einen guten Hit kassiert, er aber auch. Die Ausdauer ist echt ein Problem. Krass, er hatte genauso einen Wenderadius wie ich fast. Oh. Unsere Ausdauer ist fast hinüber. Wir müssen weg. Ich brauche erstmal mehr Ausdauer. Ich habe viel zu viel verbraucht. Aber war ja schon mal eine gute Übung. Ich glaube, da vorne schleicht irgendwas in den Büschen. Da, in die Richtung. Oh ja, da ist er. Was macht der denn hier? Hat er mich beobachtet? Oder hat er sich versteckt? Das ist jetzt die gute Frage. Wir haben ihn zweimal getroffen. Ich muss ein bisschen besser zielen, weil das so hohen Cooldown immer hat. Ich kann nicht so oft hintereinander damit angreifen. Okay, der greift irgendwie gar nicht zurück an. Machen wir meinen Schweifhieb. Ich weiß nicht, ob ich den Face tanken kann. Er rennt weg. Wir haben ihn. Oh Gott, das war richtig schlecht gekämpft. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, das hier verbraucht auch richtig viel Ausdauer. Das sollte ich vielleicht nicht so häufig verwenden. Ich sollte vielleicht mehr versuchen, damit zuzuschnappen. Oh, ich glaube, da vorne steht ein Artgenosse. Oder was ist das? Ja, das ist ein Artgenosse. Ach cool, jetzt sind wir nicht mehr alleine. Das ist gut. Ah, das ist noch der dritte. Ah, wie gut. Verrückter Vogel, oder? Diese Geräuschkulisse ist super. Wir alle gegen den Anodonto da kämpfen. Ich werde mich übrigens gleich von meiner Gruppe trennen, weil ich glaube, die wollen hier bleiben an dem Hotspot. Und ja, hier passiert mir einfach zu wenig. Sehr, sehr schade. Ich hätte gern mit den beiden gekämpft. Ich bin übrigens cool mit dem. So, was nun, hä? Boah, ist ja schnell. Crazy. Ich weiß halt nicht, was der für Attacken kann. Er blutet.
Ich muss halt echt aufpassen mit diesem Call hier, da bleibt man immer stehen. Kann sich am Anfang nicht bewegen. Er flüchtet vor mir, ich bin halt ein krasser Vogel. Er hat Angst. Zu Recht. Ich baite mal sein Schweifhieb. Wo will er denn hin? Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ups. Okay, wir haben es geschafft. Aber wir haben halt schon wieder nicht mehr viel Ausdauer. Was ist das jetzt hier für eine Taktik, ha? Der hat voll Angst vor uns. Also können wir halt nicht kämpfen im Wasser. Ich finde das aber halt auch krass, ne? Selbst ein Kamara, ein Sauropode, ist fast so schnell wie wir. Wir sind einfach ein Vogelstrauß gefühlt. Wir müssten eigentlich sprinten wie sonst was. Also bis jetzt fühle ich mich sehr underpowered mit diesem Vogel. Kommt er. Also das hier ist die beste Geste von dem Vogel. Schade, er flüchtet wieder ins Wasser. Ha, er trifft uns auch nicht, wenn wir ihn in den drinnen stehen mittig. Aua! Der hat uns getroffen. Wir müssen mittig in ihn rein. Oh! Oha, er hat auch den Anodonto, vielleicht hilft das ja. Komm, greif ihn an. Da werden wir weggeboxt. Aua. Echt einen guten Wenderadius und eine hohe Range mit seinem Schweif. Oh, er hat mir die Knochen gebrochen. Ja, die Knochen sind schon wieder heile. Gott sei Dank. Ich renne mal lieber davon, das hat keinen Sinn mehr. Das war genug rumgealbert. Aber wie kaputt mein Federkleid hinten ist. Voll das coole Schadensmodell. Ich würde sagen, wir sind Sieger der Herzen. Schön in den Kopf gekrallt.
Oh, er kommt. Na, kommt der? Oha. Okay. Wie aus dem Wasser geschossen kam. Der hat gar keinen Bock auf mich. Sorry, liebe Krokodile, aber ich muss sagen, ich bin der König hier. Mal gucken, ob ich nochmal das grüne Croc baiten kann. Los, Sarko, wo bist du? Da ist er. Kommt schon sein Kumpel. Komm, er flüchtet. Oh, muss er seine großen Brüder holen. Ja, und jetzt? Jetzt haust du trotzdem ab, oder was? Das ist super. Ich bin zwar keine ernstzunehmende Bedrohung, aber man kann sehr gut ärgern damit. Oh, er hat sein Mate erwischt. Das ist super. Oh, ich lieb's. Oh, der Kamara ist da. Boah, macht der mir viel Schaden. Holy moly. Oh, jetzt gehen die auf mich. Was will er denn jetzt hier von mir? Der kriegt auch einen mit. Okay, nix. Den Spot habe ich gelernt von jemand anderen.
Oha. Okay, natürlich, wenn die einen Flugsaurier haben, ist schlecht für mich. Da muss ich rennen. Oh nee! Der dichte Wald ist meine Rettung. Oh, das sieht gerade schon wieder echt cool hier aus. Wie golden unsere Federn glänzen. Oha, da steht was. Den greifen wir jetzt an. Ich glaube, das ist ein Giga, oder? Der AFK? Ist mir ehrlich gesagt egal. Okay, Leute, schaffen wir es, einen Kill zu machen? Noch nicht? Wie der Bauch schwabbelt, voll witzig. Immer noch nicht? Komm, jetzt aber ein Kopftreffer. Schaffen wir das? Anscheinend nicht. Oh nein! Ich war zu langsam. Oh, das ist so Karma. Es ist mir nicht vergönnt. Kein Kill für den Vogel. Es wäre auch assi gewesen, der war gerade am Ausloggen oder so. Aber ja, es musste sein. Aber ich habe da gerade gut was draus gelernt, denn es war echt gut, dass ich abwechselnd mit den Krallen angegriffen habe und dann so eine Schnabelattacke gemacht habe. Es ging sehr, sehr schnell dann hintereinander vom Cooldown her. Oh, guck mal hier, so ein kleiner. Hallo. Kann ich den nehmen? Ne, anscheinend nicht. Hey. Alles gut. Ich wollte nur testen, ob ich dich hochheben kann. Der ist ja süß. Ich kann ihn leider nicht hochheben. Ich wollte halt die Attacke da testen. Mit dem kleinen Dinosaurier aufheben, weil der scheint zu schwer zu sein. Dann habe ich ihm leider Schaden gemacht. Nicht im Ernst. Jetzt ist der Kamara auch hier. Gott, das ist genau der gleiche, oder? Tja, direkt getroffen. Oh, der hat auch so eine Charge-Attack, so wie es aussieht, die er aufladen muss. Den können wir ganz gut treffen. Oh, der hat Fallschaden bekommen, glaube ich. Ich glaube, er versucht Freunde zu finden oder so. Ah, der wehrt sich gerade nicht mehr. Ha, wir haben ihn erlegt. Yay! Wir haben es geschafft. Ich glaube, das war aber doch nicht der gleiche. Der hat nämlich keinen Schweifhieb gehabt. Oh, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Jetzt bin ich glücklich. Na, guck mal, das Croc freut sich. Das gönnt sich jetzt meine erlegte Beute. Oh, da läuft es davon mit ein Stück Fleisch. Ja, ich würde sagen, das war jetzt der erste Einblick vom Shitty Party, heißt er, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Hat echt Spaß gemacht. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber zum Nerven und sowas war das ganz unterhaltsam, sage ich mal. Ich hoffe, ihr wurdet auch gut von diesem Video unterhalten. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.